Willkommen zurück zu Magic. Heute ist die schwarze Story dran, die von Liliana Wess. Dein Bruder Josu ist mit tödlichen Verletzungen vom Schlachtfeld heimgekehrt. Auf deiner Suche nach einer Möglichkeit, ihn zu retten, triffst du den geheimnisvollen Rabenmann, der dir von einem Heiltrank berichtet. Aber anstatt ihn zu heilen, verwandelt der Trank deinen Bruder in ein untotes Monster, alles daran setzt, dich zu töten. Das ist fies. Ja, passiert. Trau niemals einem Raben. Das Icon sieht ja geil aus. Also, wir haben Early Game Karten und wir haben Mana. Halten wir's, würde ich sagen, Das ja. Deck besteht leider nur aus Early Game. Das ist so ein bisschen doof. Das Deck ist nicht so gut. Das wird auch nicht wirklich besser. Muss gucken, dass man das irgendwie überlebt. Zumindest Könnte höflich werden. meiner Erfahrung nach kommen hier noch ein paar Duelle, die so gut wie nicht machbar sind. Ja, irgendwie sind sie machbar. Braucht halt ein bisschen länger. Naja, mehr als angreifen mit dem Einser kann man nicht. Ja. Die Krähe kostet 3, oder? Ja. Dass die Taktik vom Deck ist, mit Aralem rein und das man hat und hofft, dass er gar nicht alles blocken kann, oder wie? Nein, die Taktik ist, dass du die ganze Zeit deine Kreaturen opferst, um sehr billige Spells zu wirken. Das Problem ist, die Synergie ist einfach nicht gut genug. Oh, Lebensverknüpfung. Passiert. Wenn man dann so flattert ist wie wir jetzt gerade, ist das halt doof. Lol, das kommt getappt ins Spiel. Nicht mal eine gute Karte hier dabei. Okay, das Deck wirkt bisher sogar tatsächlich ziemlich schwach. Gut, am Anfang wird dem sein Deck wahrscheinlich auch nicht so übertrieben sein, allerdings, die werden sicher noch ziemlich nervig. Fuck this. Okay, in dem Fall war es egal, dass sie getappt war. Nein, keine Fertigkeitsquest. Noch so ein blöder Goblin. Wow, das ist echt ziemlich breit. Da flattert wie sonst was und können nichts tun. Ja, wir haben ein bisschen arg viel Mana. Ja. Das Deck enthält leider keinen Card Draw, das ist das hauptsächliche Problem. Du hast billige Spells und so, aber. Du spielst deine Hand ziemlich schnell leer. Ja, weil es halt auch nichts kostet. Hätte ich auch wegspeisen sollen. Ich werde dann denken, dass wir so viel Mana nachziehen. Na danke. Hey, eine Karte, die man spielen können. Gibt uns den wieder auf die Hand, das ist eigentlich ganz nett. So, und wie funktioniert diese Hexerei jetzt? Du sackst eine Kreatur, um was anderes kaputt zu machen. Aber das lohnt sich im Moment noch nicht. Das, was er hat, ist noch nicht stark genug. So, er blockt Also, wir nicht. könnten es theoretisch machen, aber. Ja, doch, wir zimmern mal durch. Für ein 3-2 ist das, glaube ich, nicht wert, oder? Also, wir sacken das. Der kriegt minus 1, minus 1. Und der da wird gerippt. LOL! Was ist der da jetzt? Was da was über. Eine Kreatur wird zerstört, Punkt. Ja, warum ist der nicht zerstört worden? Habe ich mich verklickt? Shit. Lies mal den Effekt vom Ghoul nochmal genau durch, wie der funktioniert. Der hat das gemacht, was er machen sollte. Das ist nicht das Sicher? Problem. Ja. Kann sich das sein, dass einfach die Hexerei das Ding zerstört und dann der Ghoul nichts gemacht hat? Ja, das wäre ja dann die Sache, wenn ich mich verklickt hätte. Das meinte ich ja.
Komisch. Ja, passiert. Ja. Erstes Duell sieht schon ziemlich mau aus. Ja, ich sag dir, Lilianas Deck ist echt scheiße. Gut, ist die Herausforderung größer. Wobei das eher eine Herausforderung ganz Luck ist. Ne. 2 Mana, 2/3 kommt getappt ins Spiel. Wie könnte so eine Karte denn schlecht sein? Ich weiß es nicht. Alter. Normalerweise 2 Mana, 2/3 mit einer Upside. Das Deck ist halt echt kacke. Ja. Und wir haben halt noch mal obendrein richtig schlecht gezogen. Und dann mal aufhören, uns den ganzen Scheiß wegzuräumen, das nervt. Hat da, glaube ich, überhaupt keinen Bock drauf. Also wenn wir jetzt nichts ziehen, dann war es das hier. Und wenn wir was ziehen, glaube ich auch. Also angreifen kann man auf keinen Fall. Nee. Kann man schon vergessen an dem Punkt. Wow. Allererster Gegner und direkt RIP, weil das Deck einfach kacke ist. Also das Deck ist wirklich schlecht. Wieder viel zu viel Mana. Besser. Nein, das ist wesentlich solider. Ja, nehmen wir es diesmal. Gut. Was kann denn dieser Käfig da? Außer mit Wiederbelebung. Achso. Und der? Ja, der könnte sogar was bringen. Fünf Mana, aber ich glaube, das wird noch ziemlich gut, die Karte. Mhm. Da wird die vier schlaufende Kuhle drin. Ja, kann gut sein. Bei mir soll es recht sein. Wenn wir Schaden drücken können. Wir würden uns das ja eh gleich wieder alles wegräumen. Weil er doch wirklich jedes Vieh von dem Lebensverknüpfung hat. Nur das eine. Die andere hat's auch noch gehabt, oder? Ne, er hat nur den da zweimal gespielt. Ach so. Auch ein schlurfender Ghoul. Okay. Braucht man ja. Der nicht einen Tab. Okay, dann würde ich sagen, greift der 1-1 an und der andere. Das greift halt nicht beide. Zu blocken. Wenn der 1-1 nicht fliegen würde, wäre das sogar ein Argument. Ach, stimmt. Ja, dann ist es eh wurscht. Du musst einfach mehr Schaden machen, als er sich gegenheilen kann. Naja, einfach in Anführungszeichen. Hm. Anders als wenn der Ghoul stirbt. Der hat keinen Effekt, okay. Ja, wenn der Ghoul stirbt, dann rippt. Der sowieso, wenn er mit dem 3-2 angreifen sollte, dann sagt der Ghoul, ja, hallo. Ich spreche mich mal kurz dazwischen. Mhm. Der Goblin langt dafür ja sogar. Was ist das denn? Ah ja, das ist solide. Mhm. Außerdem noch ein bisschen Sumpf mal nicht schlecht. Jetzt waren wir erstmal Mana flooded und jetzt kommt der leichte Mana Screw, aber der geht noch. Weil wir nämlich was auf dem Feld haben, dieses Mal. Mhm. Noch einen von der Sorte. Ja. Allmählich wird's nervig mit seiner Lebensverknüpfung. Oh lol. Herz hat nicht gelernt. Ja, KI. Die ist zwar manchmal gut oder schlecht, aber sie wird nicht besser.
Kleiner Funfact am Rande, bei mir ist hier ein Würfel etwa dieser Größe, der zeitlich übelst hinterherhängt. Ah, jetzt passt es wieder. So, Kerngedanke. Bam. Mhm. Ist das ein Instant? Oh, cool. Dann würde ich sagen, sacken wir End of Turn 1 und ziehen mal 2. Ja. Mana wäre wirklich mal nicht schlecht, er greift nur mit einem an. Ah ja, geht doch. Ah, Mana. Ich glaube, den rassüchtigen Toten kann man spielen. Und rein. Oh, er blockt beide. Und nimmt einen Schaden wegen dem Toten. Na gut, das kann man nicht blocken. Den einen Schaden macht er wieder wett. Anders als er wieder mit den Heal denied, wenn man so will. Urborg. 3 Mana tappen und eine abschmeißen. Also das nehme ich. Ja. Also für 2 Schaden. Und eine schwarze Katze. Was konnten die nochmal? Der Gegner wirft eine ab, wenn sie stirbt. Ich überlege gerade, ob wir ihn eine diskarden lassen sollen. Ja. Nein. Wir spielen. Für die Wiederbeleben haben wir leider zu wenig Mana. Wir wischen mal den und holen uns mal was zurück. Ich glaub den Goblin. Der lässt sich besser abusen. Dass der getappt ins Spiel kommt, ist halt. Naja. So, was macht er? Gut, da kann man eh nichts gegen machen. Nein. Ah, Sumpf, danke. Ja, wir können beide Katzen spielen. Machen wir auch und dann in der nächsten Runde kommt. In der nächsten Runde knallt es dann einmal. Mit grausamer Wiederbelebung, meinst du? Oder die andere Karte? Nee, die andere. So. Was macht er? Ein Grumpf. Ja, wie gesagt, ich sehe das ja ein bisschen verzögert. Wir waren mal Lebenspunkte technisch vorne. Naja. So, zerstört werden soll das da. Und wir sacken den Goblin, damit der minus 1 minus 1 kriegt. So, sein Feld mal ein bisschen ausgedünnt. Ja. So,
mit dem 3-2er würde ich nicht reinrennen, aber der Rest dann eigentlich komplett. Was sagt der? Aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ach so. Dann. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, außer mit dem 3-2er mit allen rein. Ja, Angriff. Mit einem der 1-1er blocken. Und das kostet ihn die letzte Karte auf seiner Hand. Und nochmal einen Schaden wegen dem Untoten. Oh, schick. Hm. Sieht ziemlich ripp aus an dem Punkt, aber mal gucken, was er getopdeckt hat. Wieder der. Na gut. Dann schießen wir im In Return mal den über den Haufen. Und nehmen uns den zurück. Hast du eigentlich in der Mehrzahl Ghouls oder Ghule? Ghule. Von denen haben wir ja genug. Es ist kein Liefel, wenn er blockt, das heißt wieder mit dem 3-2er nicht. Wobei ich mit dem 1-1er glaube ich auch nicht, weil der stirbt einfach nur ohne irgendwas zu machen. Hätte ja nichts auf der Hand oder ja, so. Deswegen ja nur mit den beiden anderen. So, da mache ich doch gern mit. So, nochmal einen Schaden für ihn. Okay, jetzt hat er wirklich nichts mehr. Ganz klar outvalue tust. Ja. Na danke, die kommt früh. Na dann, alles rein. Mhm. Hat ja lang genug gedauert. Angriff. Ja, 17 Minuten fürs erste Duell. Yes. Naja, wenn es zu lange dauert, machen wir zwischendrin Cut und spielen die Story nächste Woche fertig. Jo. Aber jetzt erstmal Zeit fürs nächste Duell, also für den nächsten Story-Part. Die dunkle Magie, du studiert hast, rettet dich vor Yosu, aber deine Begegnung mit dem Tod wirft einen dunklen Schatten auf dich und du fühlst, wie sich die Welt um dich herum auflöst. Gerade eben warst du noch in den Ruinen des Wes-Anwesens, doch im nächsten Moment stehst du auf einem unbekannten Friedhof auf einer fremden Welt. Du erfährst, dass diese Welt Innistrad heißt. Hier verschreibst du dich der dunklen Kunst, der Nekromagie, das heißt Nekromantie, um den Tod zu entfliehen, der um Haaresbreite dein Leben gefordert hätte. Du strotzt vor neuer Macht und triffst auf den Unterschlupf einer Einsiedlerhexe. Eine ideale Gelegenheit, um dein Können zu testen. Das ist eine Frau. Okay. Nehmen wir das mal so hin. Wir haben wieder relativ viele Minions also behalten. Ja. Grün. Hat man sich irgendwie denken können bei dem Bild. Leider diesmal keinen Goblin gehabt. Jo. Nett. Mana? Ja, okay. Blatt stabilisiert sich. Wenn's doof läuft, tappt er jetzt sein Mana. Also die Quatsch einfach angreifen, dann kommt der tappt ins Spiel. Alter, was ein Scheißdeck. Wendet sich eigentlich noch irgendwas an dem Deck während der Story? Ja, es wird ja immer mehr. Es sind immer mehr Karten, bis hoch auf 60. Wir fangen mit 40 an und gehen hoch bis auf 60. Aber die Kackkarten bleiben kacken. Ja. Warum schreibt man da nicht einfach hin, dass er fliegt?
Also er fliegt im Endeffekt. Weil er selber nicht fliegend ist. Er kann keine Fliegenden blocken. Naja. Das ist der Unterschied. Ja, natürlich beides nicht, oder? Doch, stimmt, die ist fliegend. Kommt natürlich auch getappt ins Spiel. Cause fuck you. Mhm. Allerdings soll er reinrennen, weil den kann er eh nicht blocken, oder? Nee, Quatsch, andersrum. Wir wollen ja seine Karte problemlos blocken können. Eben. Oh, er greift an. Ja, ist der Boost ein Schnelleffekt? Natürlich, aber er bufft nur sich selber. Ergo, buff. Ergo blocken will. Ach nee, der kann ja nicht blocken. Geht nicht. Und den da können wir auch nicht blocken, weil der. Richtig. Nämlich. Weil er einfach tappt. Ja. Au. Ah, der Ghoul. Der ist jetzt gut. Goblin, nicht Ghoul. Das ist gut. Er bringt zumindest irgendwas. Ich glaube, wir greifen sogar an. Weil jetzt haben wir ja die 1-1er. Gräg kann den blöden Baum blocken und mit dem Wolf müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Und halt die Katze dazwischen schmeißen. Oder alternativ können wir mal gucken, ob. Nee, Quatsch, das wird er nicht machen. Lieber vielleicht den Ghoul, den Goblin in den Wolf reinschmeißen und dann die Idee. Wir schmeißen den Stück so und so nicht. Meine nächste Runde töten. Das hat wieder wehgetan. Ja. Wie heißt das? Knochengeißel. Noch ein Spreißel. Namen haben wir. Ach, Spreißel. Was war das gerade, was da weggeflogen ist? Hm. Plus 3 bis End of Turn für einen Grün ist das solide. Mhm. Oder jetzt halt eben nicht mehr. Was ist denn dagegen noch, so ein Scheißwolf? So, dann halt die nächste Katze. Oder der. Oder? Nein, Quatsch, ich brauch 4. Verguckt, mein Fehler. So, mal gucken, was er jetzt macht. Jo. Aber keinen Bock drauf. Ja gut. Okay. Den können die Ghouls blocken. Oder Ghule. Beide wird er wohl nicht abwehren können. Nee, Quatsch, er kann sowieso nicht, weil er nicht genug Mana tappen kann. Von mir aus. Was kann der? Trampelschaden. Autsch. Und morbide, okay. Das juckt uns nicht.
Okay, wir. Mal angenommen, wir rennen mit allem rein. Lass mal kurz überlegen. In dem Fall. Völlig wurscht, wie er blockt. Er steht danach ziemlich beschissen da. Nicht wirklich. Also, mal überlegen, was er alles machen könnte. In 2-3er wird er mit dem 3-3er blocken. Dann überlebt er mit einem HP. Dann blockt er den 1-1er mit dem 2-2er, discardet eine Handkarte, nimmt einen Schaden und wir sind zwei Kreaturen los und er hat immer noch alles. Ich zähle ja zwei Schaden, aber egal. Oder ist die Katze kein Untoter? Ach so, ja, das meinst du. Nein, aber trotzdem nicht. Aber wir können ihn zwingen, ziemlich blöd zu traden, wenn er jetzt reinrennt. Okay, das will ich auf jeden Fall geblockt haben. Ja, Katze. Das müsste doch reichen, wenn ich lieber einen dazwischen schmeiße. Ja. So, tappt er dagegen? Nein. Okay. Obwohl an sich, dass es sich nicht lohnt. Schon Autsch. mal trampelt. Der macht Aua. Wenn wir jetzt Mana ziehen, dann ist gut. Nein, das ist kein Mana, das ist ein Totengräber. Wir müssen die Katze opfern. Läuft jetzt nochmal eine Handkarte. Schön und gut. Noch ein Wildschwein weg und wir kriegen. Ja, Mana. Okay, wir können im nächsten Zug denn das Viech clearen. Wir müssen es jetzt bloß blocken. Blödes wegen dem scheiß Trampelschaden müssen wir beides blocken. Ansonsten hat er exakt Lethal. Das ist ziemlich RIP an dem Punkt. Nicht mal. Wir müssen den Einser nehmen. Das ist die einzige, die wir spielen können. Wir müssen spielen, damit wir blocken können. Ach, der trampelt auch. Ach, stimmt. Yay. Ja, dann war's das. Alter, alles hat Trampelschaden. Unser Deck ist immer noch Kacke. Wir haben den billigen Removal nicht gezogen. Der 8-8er, der hat gerackt. Der halt Trampelschaden haben musste. Ja, den kann man so behalten, das Blatt. Okay. Drei Landkarten, wird ja wohl reichen. Mir fällt Naja. gerade selbst auf, wie komisch das klingt. Wenn ich Landkarten sage. Aber, nee, wir haben immer noch nicht. Den billigen Removal. Okay, jetzt wahrscheinlich wieder dieser scheiß Wolf kommen. Genau. Aber ich glaube, wir können jetzt sogar reinrennen, weil er kann ja nicht. Das heißt, wenn er den jetzt blockt, dann stirbt er. Der Wolf, meine ich. Ja. So. Und dann die Katze. Alles klar. Hat er mitgedacht. Gut. Und wieder das Viech.
anders als hätten wir halt nicht angegriffen, hätte er jetzt das Viech nicht gespielt und dann gegen getappt. Insofern. Naja. Wie viel hat der von den Scheißdingern? Er hat nicht genug Mana, wir können mit dem. Sehr schön. Und Ripwolf. Einrennen lohnt sich nicht. Nee. Ja. Ja, bei dem Trampelschaden brauchen wir gar nicht erst blocken. Ein Schaden weniger, den wir kriegen. Würde ich sagen, opfern wir nicht einen Zug die Katze und ziehen zwei Karten. Was gehen würde, hätten wir nicht, wäre mir nicht ausgetappt, aber ich block das hier. Okay. Huch, was ist für eine Karte? Ach ja. Das ist das, was man machen kann. Schieße ihn das über den Haufen und nehme den wieder. Mhm. Allmählich kommen sogar vernünftige Karten ins Deck. Wow. Mhm. So, und wenn er jetzt keinen Minion auf der Hand hat. Die KI spielt immer erst und greift dann an, ne? Es kommt drauf an. Wenn er nichts zum Tappen hat. Das heißt, es kann sein, dass er. Oh ja, okay. Jetzt der Drache wird gut. Findest du. Oder? Ah ne, halt, die Karte ist ja gar nicht ein Friedhof, sorry, die haben wir vorne auf die Hand zurückgenommen. Egal, einfach den rachsüchtigen Untoten spielen oder wie der hieß. Ja. Oder wir opfern die Katze erstmal und ziehen ihn nochmal. Okay. Also, der hat ja nicht schlecht Mana gezogen. Nö, nö. Aber irgendwann bringt's halt nichts, wenn du keine Lina mehr hast. Und eine Katze. Gut, dann ist der Altar, oder? Zum Ziehen. Nein. Machen wir das und nehmen uns ein Wildschwein. Ja, und ich glaube, ich mache mal so und versuche ihn die letzte zu discarden zu lassen. Ja, er macht sogar. Gut, und wegfliegt. Nochmal Mana. Ja. Jo. Okay, das wäre mir sogar egal gewesen. Na gut, die Katze ist nicht schade. Und der 3-3er, der liegt jetzt halt richtig solide. Dann müssen wir jetzt mal demnächst gegen den 2-2er machen, weil der nervt so ein bisschen. Den schießen wir ihm gleich über den Haufen. Der Wiederbelebung. Richtig. Hat uns wenigstens im Friedhof haben, was wir haben wollen. Aber er hat nichts mehr, das ist gut. Wir haben tatsächlich nichts, was wir wieder haben wollen, aber wir müssen. Ja, wir müssen den jetzt wegmachen, der macht zu viel Schaden sonst. Wir können allerhöchstens mal zusehen.
Wir können ja erstmal angreifen. Ja, in 3-3er wird er nicht blocken. Stimmt, und jetzt machen wir dann die grausige Wiederbelebung und nehmen den Toten wieder auf die Hand. Oder er blockt halt nicht. Gut, dann ursprünglicher Plan. Schließen ihm den über den Haufen und nehmen uns den Goblin. Haben wir noch genug Mana, um den zu spielen dann? Nein. Schade. Weil dann der andere wieder umgehen hat angreifen. Richtig. Jawohl. Läuft doch alles. Mhm. Juhu, Sumpf. Warte, was muss ich, was wollen wir im nächsten Zug machen? Wir greifen mit den 2-4er an und wir blocken den mit dem 3-3er. Und einem 1-1, dann sollte das noch die Katze sein. Mhm. So, wir haben noch genug Mann, um die Katze zu spielen, jawohl. Okay, und nicht angreifen. Nein. Und wenn er jetzt. Also, und plus Ultra ist, wenn er keinen Diener nachzieht. Nee, er hat Länder nachgezogen. Greif nicht an, okay. Mit was wollen wir angreifen? Ich glaube, den Ghoul spielen wäre ganz gut. Opfern bringt nichts die Katze, weil er hat eh nichts auf der Hand. Ja. Ich will jetzt nur den Ghoul spielen, damit wir ihm auf jeden Fall was Großes weghauen können. Ihr könnt mit den 2-2. Ne, Quatsch, vielleicht hat den 2-4er dazwischen, das macht keinen Sinn. Git. Nein. Ich wollte eigentlich End of Turn noch das machen. Hm. Eine Frage, könnten wir das eigentlich auch sofort machen, wenn er die Karte zieht? Nein. Schade. Okay, folgender Plan. Nee, gibt keinen Sinn. Doch, wie wäre es, was wir damit machen? Wir rennen mit dem hier rein. Ich werde es an Karten ziehen. Genau, das wäre nämlich der Punkt gewesen. Wenn wir mit dem hier reingehandelt hätten, hätte der einen der 4-4er dazwischen geschmissen. Dann hätten wir den da geopfert, eine Karte gezogen, hätten den, den dazwischen geschmissen hat, vollends kaputt gemacht. Das war mein Plan. Aber jetzt geht das nimmer. Nur die irgendwie anders loswerden. Ja. Sorry, bin müde. Ah Gott, too much. Wenn man müde ist, sollte man nicht so hektisch klicken und einfach warten. So, okay, noch ein Ghoul. Goblin meine ich. Das Ding ist 5, 3 können wir also auch so ausgeben. Mhm. Sprich, wir spielen Goblin und Ghoul, würde ich sagen. Ja, natürlich. Katz bringt eh nicht so lange, als er nur Top-Deck spielt. Okay, folgender Plan, wir greifen mit dem 3-3 und dem 1. Ne, Quatsch, nein. Nein. Das ist zu obvious. Ja, wir hätten das vorher mit dem Altar mit dem Goblin machen sollen, das wäre besser gewesen. Okay, warten, legen, was wir machen. Okay, so ein Spiel kannst du machen. Wir spielen die beiden und also. Go. Die
beiden auf jeden Fall, das passiert. Richtig, ja, vielleicht passiert noch mehr. Ja. Greifen wir mit irgendwas anderes halt die Frage. Auf jeden Fall mit den beiden. Und dann noch mit dem... 3-3er. Ja. Ludwig, nur wenn er mit den beiden 2-4ern die 1-1er blockt, passiert nichts und ja. So. Er fliegt raus. Und Josie sein baut ein bisschen mau aus. Gib ihm 2 minus 1, was ja völlig egal ist, weil er immer noch lebt. Ja, da haben sie ein bisschen zu viel Leben gehabt. Aber gut. So, da schmeißen wir ins 2-3er dazwischen, genau. Und den sogar auch noch. Weil er eine Karte auf der Hand hat und die fliegt jetzt. Da hat er gar nichts mehr. Mhm. Rippeland. Toll. Okay, wie jetzt? Also klar. Wobei, den Geißel können wir eigentlich gleich machen. Wobei, die Karte ist eine Hexe, die Geißel ist eine Hexerei, oder? Ich sehe das gerade nicht richtig. Mhm. So, und tot. Mhm. Alter, was für eine Odyssee. Das waren die beiden leichten Duelle. Dann würde ich sagen, machen wir an dem Punkt Cut für heute. Mhm. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn wir uns an die schwierigeren wagen. Ja. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.